Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Was haben wir heute auf dem Gabentisch? Eine Felskrone. Ja, hat man noch nicht gehabt, kommt hier in einer NRW-Flasche daher, Wasser, Gerste, Malz, Hopfen, Extrakt und ich glaube 4,8 war es, glaube ich, ne? 4,8% Umdrehungen. Ist ein Pilzbier, würzig, frisch, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ja, Premium-Felskrone steht da sogar noch drauf. Ja, kennen wir noch nicht. Hab mitgenommen. So schaut's aus. Wir haben wieder Bierdurst, kommt direkt aus dem Kühlschrank. Also würde ich sagen, machen wir mal auf. Von der Aufmachung her muss ich sagen, finde ich es eher schlicht gehalten, jetzt wenig ansprechend. Das heißt also genau das Gegenteil von einem Eyecatcher. Ja, und auch die Kapsel hat nichts zu bieten. Die ist blanko. Kommt herein und weg damit. Entspannungsverdampfung, ja, kommt ein bisschen raus, okay, ist es auch, oh, ist okay. Lassen wir mal laufen, ich bin gespannt, Freunde. Hab ich richtig Bierdurst gerade, aber wann habe ich das mal nicht? Gab gerade wieder Mittag, ne, und dann hat er mal Bierdurst danach. So, was ist denn das? Ist ein Bier, gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches, wunderbar, eins. Ja, ich sag mal so, ein Fingerbreite Blume, schneeweiß, keine Kraterbildung, aber viele, viele kleine Luftbläschen, die zerplatzen, die begrüßen ein. Ich würde sagen, standardmäßig 90 Sekunden sollte das Blümchen da stabil im Glas stehen bleiben. Schaut mal selbst. Sieht gut aus, oder? Und auch wenn wir hier schwanken tun, ja, bleibt sogar ein bisschen an der Glaswand haften. Finde ich schon mal gut. So, was haben wir denn da? Da haben wir ein filtriertes Bier erstmal. Ja, strohig, ne? Ein strohiges Getreidegold. Schön glänzend. So sollte es bei einem Pilz auch sein. Keine Schwebeteilchen. Nötige Tiefe ist vorhanden. Sieht sogar ein bisschen saftig tatsächlich aus. Karbonisierung durchschnittlich. Mittlere Perlung. Perlt gleichmäßig ab. Lungenteppich, keine Risse, keine Löcher. Ich muss sagen, das sieht so relativ stabil aus, was da so ein präsentiert wird. Finde ich ganz gut. Ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, das irgendwas zu kritisieren. Sieht tatsächlich aus, wie ein klassisches Pilzbier aussehen sollte. Auch mit der Blume, das finde ich sehr, sehr gut. Die hält, wie gesagt, immer noch. Also es hat sich bestätigt, 90 Sekunden hält sie tatsächlich durch. Ich muss sagen, im Glas macht diese Felskrone hier tatsächlich eine relativ gute Figur. Da gibt es nichts zu kritisieren. Macht mir Appetit und wenn der Wirt mir das so hinstellen würde, würde ich sagen, jo, lass mal stehen. Zapf schon mal das nächste. Der Kollege hat Bier durst. Bewerten wir auch dementsprechend. Möchte ich gerne 5 von 5/6 möglichen Punkten geben. Für die Optik, für die Ästhetik. Sieht auf jeden Fall ansprechend aus. Macht mir Appetit. So, dann wollen wir mal schauen, wonach es so duften tut. Ja, eine gewisse Herbe erwarte ich auch bei diesem Bierstil. Die kommt hier auch vor. Ziemlich weit hinten, ist okay. Also doch schon ein bisschen stärker gehopft, ein bisschen würziger. Aber auch den Malzkörper kannst du rausriechen, finde ich auch gut. Ja, das ist jetzt, ich würde es auch stabil nennen, ne? Also vom Bouquet her auf jeden Fall auch stabil. Klassisch ist jetzt nichts, was so ja, besonders hervorspringt, wo ich sage, Mann, das duftet aber total aromatisch und total lecker. Sondern auch eher alles so ein bisschen, also deutlich präsent, ne, aber flach ohne Spitzen. So kommt das Bouquet hier daher. Wie gesagt, Malzkörper und im Hintergrund ein bisschen Hopfenfloralität. Ja, doch, das kommt dann schon so nach vorne. Gut, ihr Lieben, dann machen wir das, was wir immer gerne machen. Ne? Der Antrunk, Freunde. In dem Sinne, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Jo. Erste Assoziation, klarer Fall von Industriestandard. Massenprodukt, massentauglich, ohne große Spitzen drin. Merkst du beim Antrunk sofort. Präsentiert sich hier pilzbiertypisch als dynamischer Kandidat, das heißt, es hat einen guten Zug drauf, das will getrunken werden, das ist ordentlich spritzig und da gibt es auch irgendwie nichts, was irgendwelche Kanten oder so hat, das läuft einfach richtig so runter, das kennen wir. Da unterscheidet es sich nicht groß von anderen Artgenossen aus der Kategorie Industriestandardbiere.
für den günstigen Geldbeutel. Malzkörper möchte ich hier auf jeden Fall ansprechen, was vielleicht eher exporttypisch tatsächlich ist. Der kommt hier schon ziemlich deutlich her nach vorne. Schmeckt leicht getreidig, bringt eine Nussigkeit mit sich, eine leichte Würze vielleicht tatsächlich sogar. Geht dann über in irgendetwas, das ich noch nicht so ganz zuordnen kann. Ich weiß nicht, ob ich es mag oder ob ich es nicht mag. Das müssen wir aber beim zweiten Schluck jetzt gleich mal ein bisschen genauer herausfinden. Aber erstmal grundsätzlich vom Antrunk her, ja, der macht, was er soll, ja, bereitet die Mundhöhle wunderbar auf das Bier vor. Der juckt nichts, der kratzt nichts, der beißt nichts. Also auch hier ist wieder mal die deutsche Qualität super. Da ist, wie gesagt, eine hohe Messlatte und ein hohes Niveau generell vorhanden. Deswegen auch hier Grund auf solide erstmal vom Antrunk her. Finde ich soweit in Ordnung, macht auf jeden Fall, ja, ich sag mal, ein Reiz ist da, dass man nochmal trinken möchte. Ne? So, wollen wir mal gucken hier. Es hat schon ausgeprägten Malzkörper, ne? Das ist schon, den würde ich sogar als weich bezeichnen. Und leicht samtig. Eigentlich gar nicht mal schlecht. Ja. Doch. Der ist ziemlich lieblich und dann aber so, dann flacht er so ein bisschen ab und dann geht er so in so eine, in, wie sagt man, ja doch, in so eine Würze, in so eine Würze geht. Stand das da nicht auch drauf sogar? Mit was mit Würze da? Würzig frisch tatsächlich, steht sogar noch drauf, siehst du? Genau, also das ist wirklich so ein bisschen vom Getreide her so, das hat so eine gewisse Würze, so Körnigkeit kennt ihr bestimmt, ne? Ich will jetzt nicht sagen pikant, weil da gibt es Biere, die sind pikanter, aber das erinnert einen tatsächlich schon eher an so einen Export, ne? So ein bisschen wuchtiger, ein bisschen gehaltvoller, ein bisschen kräftiger tatsächlich vom Malzkörper her und ein bisschen flacher hingegen nach hinten raus, wo normalerweise beim Pilz der Hopfen eigentlich in Erscheinung treten sollte, da wo es dann tatsächlich auch ein bisschen herber wird auf der Zunge, hinterer Zungenbereich. Das haben wir jetzt hier irgendwie nicht. Erinnert mich ein bisschen an das Berliner Kindl. So ganz kleines bisschen. Nicht das Jubi, sondern das normale Kindl, das gelbe. Das ist nach hinten raus auch so ein bisschen, was ich nicht so richtig entscheiden konnte. So, na, will ich jetzt herb sein oder eher nicht? Ne, wenn wir das immer so schön, ja, assoziieren oder abgleichen tun mit den norddeutschen Pilzbieren, dann haben wir das halt immer, ne? Also bitter ist es nicht, es ist eher lieblich, finde ich, im Abgang hinten. Ne? Wenn es hinten runterläuft, ist eigentlich eher, dass da auch nochmal der Malzkörper eine leichte Rolle spielt, dass es eher ein bisschen milder gehopft ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das wäre jetzt hier ein Kandidat, den ich jetzt als besonders herbes Pilzbier hervorheben würde. Also es ist doch eher ein bisschen flacher nach hinten raus, aber nicht trocken. Es ist jetzt nicht so dry, dass man sagen würde, Mann, das ist aber stumpf da im Abgang hinten, sondern es hält tatsächlich diese Frische. Das ist ganz gut. Diese Spritzigkeit auch, ne? Diese Süffigkeit, Spritzigkeit, Dynamik, die es entwickelt, finde ich eigentlich ganz schön. So geht es hinten raus tatsächlich ganz gut. Ja, läuft es da hinunter. Ja, was man vielleicht noch sagen könnte, es hat jetzt nicht einen sonderlich langen Nachhall. Ne? Es ist eigentlich relativ schnell wieder weg. Ja, du merkst jetzt so kein Hopfen, du merkst jetzt eigentlich keine Aromen mehr auf der Zunge. Selbst mit der Speichelneuproduktion ist da nicht viel. Also das ist eher flach ausgeprägt. Gut, Freunde, können wir, würde ich sagen, bewerten den ganzen Spaß hier. Also, für ein Pilzbier, muss ich sagen, spielt der Hopfen hier eher eine sekundäre Rolle. Ist nicht wirklich im Vordergrund ein Abgang. Würzig ist es, frisch ist es, da hat das Etikett nicht gelogen. Für einen kleinen Geldbeutel ist das auf jeden Fall ein solides Bier in der Kategorie Industriestandard. Man sollte die Erwartungsschraube nicht zu hoch ansetzen, das ist, glaube ich, klar. Aber man kann es trinken, man kann es durchaus trinken. Gut gekühlt aus dem Kühlschrank, ne? Zack, machst du auf, zack, ist es auch schon leer. Ne? Trinkt sich da halt so weg, ist so ein typisches, so, ich sage jetzt mal, für den kleinen Geldbeutel-Anheizer, der aber gänzlich auf, ja, hedonistischen Geschmack verzichtet. Ja, das ist eher so ein Kandidat, so, boah, ne, Feierabendsbier, ne, ballerst du dir da deine Pommes rot-weiß rein, ne, noch eine schöne Curry hinterher und dazu trinkst du sowas, das passt. Kannst du machen, ne? Oder wenn du mit den Kumpels da unterwegs bist, ne, und kriegst eh schon nichts mehr mit, da kannst du dir damit noch einen andröhnen, ne?
das geht wahrscheinlich klar. Der hedonistische Hochgenuss, der bleibt hier leider aus. Also da gibt es tatsächlich auch in der Kategorie Industriestandard, denke ich, hochwertigeres oder interessanteres. Nennen wir es mal lieber interessanteres von der gesamten Textur her, wie es daher kommt. Ne? Gut, bewerten wir mal. Ja, Freunde, das ist solide. Das ist in der Kategorie grundauf solide. Das geht sie hin, gerade da, du hast da. So. Drei von fünf / sechs möglichen Punkten, das ist es mir wert. Und damit ist Biersüffler draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Biertest. Ciao, euer Biersüffler.